Bonjour, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Oh, so viel Französisch, ich krieg die Krise. Ja. Okay, ich glaube, das war bei den anderen Assassin's Creed Teilen gar nicht so extrem. Da hatte man ja wenigstens ab und zu mal die deutsche Synchronisation. Und was haben wir denn hier schon wieder? Ich muss mal hier durch. Achtung, Achtung! So, was haben wir hier? Journal de Paris 1701, hatten wir das nicht schon? Oh, ich verstehe einfach kein Französisch mehr, das ist so traurig. Was hat die denn auf dem Rücken? Was ist das denn? Ist da Alkohol drin? Ich glaube, anders kann man die Zeit auch nicht aushalten. Wir haben hier noch eine Truhe. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die Steuerung nicht verlernt, weil es ist schon ein bisschen her, seitdem ich Assassin's Creed Unity wieder gespielt habe. Deswegen habe ich mir auch gerade die Frage gestellt, ob wir dieses Journal de Palais Paris 1791 bereits in unserer Datenbank haben. Aber ich glaube ja, weil das sagt mir irgendwas. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen kleinen Trip und sind aber erfolgreich in die Assassinen-Gilde mehr oder weniger aufgenommen worden. Wir sind jetzt noch ein kleiner Rekrut und können es dann schön hocharbeiten oder hochschlafen, je nachdem. Und was haben wir hier? Saison Chapelle. Wir haben, ja, Moment, was ist das? Nicht renommierter Gesellschaftsclub? Verschlossene Truhe. Ja, wir können nämlich, Moment, wo war denn das? Hier war die Truhe. Warte mal, ich kann mich doch hier schnell reißen lassen, weil wir haben jetzt auch das, wie heißt denn das in der Gaming-Fachsprache? Talentebaum. Auf jeden Fall, wir können Talente, also, ist ein bisschen sehr hoch. Auf jeden Fall haben wir so einen Talentbaum, wo wir Schlossknacken ausgerüstet haben. Und ich muss mal kurz mein Ohr kratzen, einen Augenblick. So, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung. Und wir hatten ja hier oben irgendwo. Was haben wir denn da schon wieder? Wir haben ja so viel zu tun, ich krieg die Krise. Wir hatten ja hier irgendwo diese eine Tür, die wir aufknacken konnten. Konnten es aber noch nicht machen, weil wir ja keinen Schlossknacken als Fähigkeit erlernt haben. Und was haben wir denn hier unten? Was bist denn du? Oh nee, warte mal. Hier, genau, das war die. So. Wir machen erstmal kurz das. Also bin ich mal gespannt, wie das Schlossknacken funktioniert. Drücken Sie Leertaste, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist, um den Stift zu lösen. Du heilige. Was? Das war voll schnell. Das ist ja voll unfair. Moment. Excusez-moi, ich brauche mal ein paar Dietriche. Moment, ich muss bestimmt hier rein. Es werden Köpfe rollen. Ja, nee, ich habe keine Freunde, deswegen kann ich das nicht. Ich muss hier hoch. Okay. Die Nahrungskette. Muss ich das unbedingt im Koop spielen oder kann ich das auch alleine spielen? So, ich brauche Dietriche. Ja, bonjour, bonjour. Ja. Dietriche. Ja. Wir haben ja genügend Geld. Alles voll. Phantomklinge. Aha. Genau, wir haben nicht hier diesen wundervollen Fähigkeiten. Fähigkeitenbaum oder ist ja kein Baum, aber mir fällt gerade wirklich leider nicht der Fachbegriff dafür ein. Fernkampf haben wir noch. Betäubungsbomben, Geldbeutel. Das ist ja voll gemein, dass ich das alles erlernen muss. Gemeinschaftssinn. Mit anderen Spielen zu teilen, ja, will ich nicht. Achso, okay. Achso, das habe ich ja. Gesundheit ist wichtig. Achso, ich habe nicht genügend. Ja, komm, das kann ja auch nicht schaden. Dickes Fell. So. Und es ist auch Koop. Die Nahrungskette.
Wir können das ja dann einfach mal versuchen, ob wir das auch im Singleplayer-Modus spielen können. Wir werden vielleicht auch gnadenlos scheitern daran. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Entendu? Ja, Entendu heißt auf jeden Fall warten. Und ist die Du-Form. So, haben den ganzen Spaß noch einmal. Bitte ein bisschen langsamer. Oh, verdammte Axt. Ja, das heißt, ach, vermeiden Sie, ja, danke. Verdammt! Och, Mann. Was ist das so asozial? Oh. Das ist ja gemein. Ja. Okay, ich muss einfach nur dann abpassen, wann es eventuell in diesem Bereich reinkommen kann. Oh. Das sind sogar Männchen. Hier haben wir eine Glocke. Hier haben wir eine Truhe. Ist das jetzt Sperrgebiet? Das ist kein Sperrgebiet. Was ist denn das hier so genau? Ach, guck mal, die ist sogar offen. Hä? Ach so. Aha. Ich verstehe. Langsam, aber ich verstehe. So. Weiß er gerade nicht. Und die Alarm. Ach doch, da vorne sind die Alarmglocken. Oh. Ich habe noch einen Dietrich. Vermeiden Sie es. Ist es doch im Bereich? Ja, aber haarscharf. Oh, die streiten sich gerade. Ah, so ein bisschen schwierig mit dem Gewehr in der Hand, sich damit einen Mann zu streiten. Oh. Aha. Changer le bis oder bestimmt sowas. Le bis? Ich weiß nicht. Müssen wir das? Wir haben auf jeden Fall hier eine Truhe. Ich muss einfach mal die Truhe nehmen. Ach, die ist wo unten? Ja, Entschuldigung, ich will doch nur hier ein bisschen mich umschauen. Ja, sieht alles sehr, sehr schön aus. Jetzt gehen wir mal hier runter. Wir gehen nicht hier runter. Ach, interagieren. Ein sonderbar aussehendes Symbol. Interagieren. Ach so, ich. Mhm. Okay, es ist auf jeden Fall eine Treppe. Aber da kommen wir noch nicht hin. Aber eventuell. Was sind hier Hühner? Warum haben die denn hier Hühner? Was ist das denn? Mich lassen sie nicht rein, aber dafür Hühner. E-Symbol. Oh. Wenn sie Assassinenaktionen durchführen, okay. Ja, kein Problem. Aha, Credo-Punkte. Ah ja, ja, was haben die sich denn hier wieder ausgedacht? Machen wir das? Warum denn? Warte mal, ich glaube hier. Kommen wir überhaupt hier wieder raus? Eigentlich ja, weil dich habe ich ja aufbekommen. Ach, ich bin hier reingekommen, oder? Ja. Das ist ja doof. Und jetzt fängt es noch an zu regnen. Das ist ja noch döfer. Das ist ja richtig doof. Ich möchte gern hier rein, Herr Arnaud Lorient. Die Nahrungskette. Schwierigkeit. Wir sind halt nur Rekruten. Das können wir halt nicht machen. Denke ich einfach mal.
Ah, voilà un client. Oui. Ich brauche nochmal ein paar Dietriche. Beziehungsweise Fähigkeit. Ich habe ja Credo-Punkte. Ja, die Frage, wozu kann ich den Credo-Punkte überhaupt einsetzen? Oder halt nur. Jetzt sind alles diese anderen Punkte. Schmetterschlag. Bei Ausrüstung. Booster und Kopffähigkeiten. Aktive Fähigkeiten. Gruppenheilung. Ja, ich. Ja, Gemeinschaft. Aktiver Boost. Ach so, okay, dann kann ich aber nur so kaufen. Ausstattung. Farben. Wow, kann ich mir jetzt hier wirklich meine Farben? Das ist die die Ezio? Nee. Aha. Wow, die kann ich mir für. Okay, alles klar. Kopf. Aha. Reichweite des Adlerauges. Und es verbessert auch meine Gesundheit? Nur weil ich meine Kapuze ändere? Dann nehme ich einfach die. Handgemachter mittelalterlicher Umhang. Warte mal, hier unten habe ich auch noch was. Boah, na für 4,9. Komm, nehmen wir das auch. 285. Ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal ein bisschen kleiner mit dem Geld. Unterarme. Ich würde einfach. Oder lassen wir es einfach mal monturen. Mhm. Jetzt haben wir noch Waffen, eigenhändig. Warum nicht tödlich? Ich kann das sogar noch verbessern. Boah, ach du Heilige, was ist das denn? Ach du Heilige, wir werden ganz viel Spaß damit haben. Und ich werde ganz viel Spaß damit haben. Habe ich meinen Dietrich gekauft? Ich glaube nicht. Oh, da bin ich schon wieder überfordert. Jetzt sind wir noch Rekrut. Ja, Schwierigkeit 2 würde ich machen, wenn wir eventuell dann die Stufe 2 erreicht haben. Was sagt denn die Schwierigkeit 2? Aber wir hatten doch noch hier eine Lupe irgendwo. Dachte ich zumindest. Untergrund eigentlich. Ach nee, hier hatten wir die Lupe. Die Rache der Vorfahren. Okay. Jetzt Koop-Spiel. Was haben wir hier? Der Kult des Baphomet. Ach, das bin ich. Aha. Nostradamus-Rätsel. Schwierigkeit. Oder wollen wir die Rache der Vorfahren? Komm, wir machen die Rache der Vorfahren. Ich kriege mir auch noch ein paar Punkte. Wie? Den Dieb. Hey, ich wurde beklaut. So, ich habe den Dieb gerammt. Denn 2 von 5 Massenereignissen im Ende beenden, um eine Belohnung zu erhalten. Oh, mach ich doch gerne. Um ihr Level zu. Okay, also können wir das alles noch gar nicht. Also man kann es vielleicht schon machen, aber dann habe ich wahrscheinlich keine Nerven mehr dafür. Dann würde ich sagen. Was haben wir hier? Was bist du? Huch. Versailles.
Das Café Theaterkunden. Schwierigkeit 1, dann machen wir das. Achso, warte mal, das wollte ich gerade noch vorlesen. Arno wurde was? Zum Verwalter des Café Theater ernannt. Eines alten Spionagenestes, der Assassin erkundet das Gebäude und bringt Erfahrung, wie man es verbessern kann. Ja, komm, das ging doch schön. Wir fangen klein an. Wir wollen ja nicht vorab traumatisiert in die ganze Sache hineingehen. Wir machen das ganz entspannt. Kann ich immer noch damit interagieren? Kriege ich das wieder irgendwelche Punkte? Nein. Schade. Aber dieses ganze Level-System macht mir schon ein kleines bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, ich werde mich eventuell verrennen oder ich werde das ganz gut meistern. Die zwei Sachen gibt es da bei mir. Komm, ich spring rein, Arno. Oho, oho, oho. Ils sont Louis. Oh, ein... Oh, was? Was, Bruder? Was ist mit Bruder? Die Nahrung... Ja, ich bin immer noch 2-1... Mache mir einen Druck. Ich will ja gern helfen, aber nicht, wenn ich dann die Nerven verliere. Sei gegrüßt. Ja. Du auch. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oh. Assassinen-Rang-Rekrut. Ah, 50. Und dann bin ich ein fortgeschrittener Rekrut. Und wer bist du? Niemand. Aber gelb, wirklich. Oh. Ja, weiß ich nicht. Ja, Vorsicht nicht, dass du hier jemanden aus den abknallst, ne? Haben wir auch noch gelehrt in unseren Rängen? Ach, das ist ja... Ich hab den Namen vergessen. Ich glaube, dann war er auch nicht ganz so wichtig. Also er ist schon wichtig für uns, aber wahrscheinlich nicht für mich. Vor allen Dingen, altes Assassinenversteck, das ist doch voll belebt. Wer bist du? Sieht auch schon ein bisschen alt aus, ne? Ich glaube, ich tue diesen Altersdurchschnitt schon ein bisschen sehr weit nach unten ziehen. Gehen wir nochmal kurz runter. Wie geht's dir vor? Ja, alles ganz super duper. Boah, Schnauf, ganz schön. Gut, hier ist nichts. Kein Problem. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Gut, da hätten wir es jetzt auch mal uns angeschaut. Ah! Wort, Bruder? Na, ich bin immer noch ein Rekrut. Ich muss fortgeschrittener Rekrut sein. Checkst du das nicht, mein Freund? Oh, oh, eine goldene. Ich bin fortgeschrittener Rekrut. Was haben wir hier? Ach, hier können wir bestimmt schnell reisen. Ach so. Was kann. Assassin's Creed Unity Dead Kings, ja. Ah, zusätzlichen Inhalt drauf zuzugreifen, wäre kein Problem. Was kriege ich hier? Kriege ich ja auch irgendwelche Punkte wieder? Oh! Edward's Assassin Montour! Schön! Eddie. Der Edward James Kenway. Auch von mir liebevoll Eddie genannt. Gut. Das Café Theatre erkunden. Schwierigkeit 1, das kriegen wir perfekt hin. Hoffe ich zumindest.
Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Okay. Wo haben wir denn jetzt den Verwalter? Ich muss sagen, ich finde es total toll, dass man in diesem Teil auch in die Gebäude reingehen kann und sich alles ein bisschen näher anschauen kann. Ah, da gehen wir mal noch nicht hin. Und ich meine, es ist doch schon sehr schön eingerichtet alles. Okay, hier kommen wir da raus. Dann kommen wir bestimmt auf die Terrasse. Hey, Mann! Ja, Frau. Hey, das gehört mir. Ach so. Nee, ich habe nichts gesehen. Arnus Zimmer. Okay, Rang ausblenden. Was haben wir hier? Haben wir bestimmt das Geld? Ach so. Arnus Zimmer, Brief von Elise. Neue Briefe verfügbar. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne, nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Oh, wie romantisch. Wie romantisch. Das klang jetzt ein bisschen genervt, Arno. So, haben wir sonst noch irgendwas? Hier haben wir bestimmt die Manturen, die wir wechseln können. Ein Bettchen. Ein bisschen unaufgeräumt aus. Oh, hier können wir auch nochmal. Meine Güte. Vermächtniskammer. Oh, Edward. Connor Kenway oder Radon Hagidon. Rezio di Dore da Firenze und der alte Ibla Ahad. Und hier haben wir noch keine Thron. Okay. Ach ja. Das waren noch Zeiten. Als wir mit den ersten Teilen angefangen haben, sind wir schon beim fünften Teil angekommen. So. Was haben wir hier? Ich sehe bei diesem Café-Theater immer noch nicht durch. Das sind wieder Briefe? Ich glaube, es sind Briefe von Elise. Ah, das ist wirklich schön. Das ist richtig schön. Das Café-Theater. Haben wir auch wieder was? Kammer der Andenken. Mein Gott, wie viel haben wir denn hier? Also Spieler Andenken. Okay. Ein Klavier zum Spielen. Dann haben wir bestimmt hier auch. Warum haben wir auch. Oh, warum ist das alles so viel? Das bin ich auch gar nicht gewohnt von Assassin's Creed.
Hier kommen wir dann wahrscheinlich auf die Eintritte immer. Oh, aber jedes Mal sowas. Ihre Andenken. Hier ist wieder Mission Pariser Geschichten. Helix, Risse, Level der Ausrüstung. Andenken 7%. Was haben wir jetzt hier? Pariser Geschichten Andenken haben wir nix. Oh! Ausrüstungsstatue. Ja, Mensch, also da muss noch ein bisschen mehr trainieren, an, damit du rein, dort reinpasst. Und nicht wissen, wie die Montur aussieht, wenn die so einen breiten. Nicht Prototypen haben, aber, ne? So, sind wir jetzt endlich mal. Nee, oho. Aber wie detailreich das alles ist. Ach nee, was haben wir denn hier schon wieder glitzern? Ich will nicht, dass es glitzert. Arbeitszimmer des Intendanten. Greifen Sie hier auf Ihr Einkommen zu. Verwenden Sie es, um Gebäude zu renovieren. Kammer der Andenken. Greifen Sie auf Erinnerungen aus Arnos Mission zu. Trainingsraum. Trainieren Sie, um Ihre Assassinenfähigkeit zu verbessern. Ach du großer Gott. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Café. Arnos Zimmer. Lesen Sie Elis Briefe, sehen Sie sich Ihr Profil an und prüfen Sie Ihre Ausrüstung. Vermächtniskammer. Das ist alles immer so hochtrabend. Greifen Sie auf Ihre Gedenkmonturen. Monturen zu. Clubsaal. Betrinken Sie sich und haben Sie Spaß mit Frauen. Ach, hier greifen Sie auf all Ihre Clubaktivitäten zu, die ich nicht habe. Rüstkammer. Oh Gott, es gibt so viel. Wie soll ich denn da einnehmen? Oh, löst den Nostradamus Rätsel, um die Rüstung von Thomas de Zanelon freizuschalten. Ah! Oh Gott, ich bin, das wird jetzt das längste. Also ich gehe davon aus, es wird das längste Let's Play von Assassin's Creed Reihe auf meinem Kanal werden. Liste sozialer Kontakte? Nein, habe ich nicht. Sprechen Sie mit dem Verwalter. Ist der Verwalter, wo die Truhe, mit der ich sprechen soll? 20 von 80 französischen, was auch immer. Willkommen im Café Theatre. Es wird allerdings auch immer renoviert. Wenn Sie Renovierungen in Auftrag geben oder Mission der Café Theatre. Ich wollte es noch lesen. Hallo. Geh mal bitte weg. Hallo. Hallo. Es wird immer noch renoviert. Was haben wir hier? Was bist du? Zustandsbericht. Ach Gott. Ja, also wie gesagt, es wird das bisher längste Assassin's Creed Let's Play auf meinem Kanal werden. Also ich gehe stark davon aus. Aber wenn mir wirklich dann die anderen Teile... Wenn der nächste Teil... Oder der zweite nächste Teil wird vielleicht ein bisschen länger gehen. Ach, da unten muss ich lang. Okay. Aber... Die letzten drei Spiele, also Valhalla, Origins und Odyssey, also Valhalla, Odyssey und Origins, wenn man das in der richtigen Reihenfolge aufsagt, die werden dann nochmal der Knackpunkt werden. Das wird wirklich eine richtige Mammutaufgabe dann für mich werden. Da sitzen wir dann noch 3 Jahre hier. Und dann kommt noch Mirage raus und dann werde ich wahrscheinlich Mirage erst in 4 Jahren dann spielen. Was ist denn jetzt mit dem Brief? Hat Elise schon wieder geschrieben? Ich habe nicht immer Zeit, ihre Briefe zu lesen. Das ist Paris, wie... Achso, haben wir doch schon. Konnte ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. So. Das ist der Trainingsraum. Komm sofort zurück, du Dieb! Ja. Ja. Ist mir auch egal, ich muss mal kurz gucken. Ich gucken, wo kann ich, oder mit wem kann ich denn reden, wenn es um die Renovierung geht? Ich meine, es wäre uns ja schon geholfen, wenn die Gemälde mal aufgehangen werden. Ach, dort. Ist das wieder diese eine Frau, die üppige Frau? Auto da Fee. Die
Hebertisten verbrennen seltene religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinen Geheimnisse enthalten. Sie müssen vor der Zerstörung gerettet werden. Bücherregale und Bücher... ja, das nehmen. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Genau. Jetzt gibt's Stress. Jetzt kommt Arnaud Dorion. Die Pont Rouge. Haben wir immer noch? Welchen Verbrecher denn? Ist immer noch das Pariser Journal? Nee, Les Patriots 1791. Wie gesagt, also ihr könnt euch das gerne durchlesen. Wo ist denn meine Maus? Achso, hier. Und ich habe gar keine Maus. Ach ja, E drücken. Da würde ich sagen, machen wir es einfach mal beim Café Atre auf. Kann ja nicht schaden, wenn wir das soweit erstmal renovieren. Kriegt man ein bisschen Geld. Sieht ein bisschen schöner aus. Aus dem Weg! Kurz gucken, was haben wir denn hier? Ist das was zum Einsammeln? Ich glaube ja. Oder, oh, wenn das wieder so eine Almanach-Seite ist. Ach nee, ist ein Nostradamus-Rätsel. Achso, kaufen sie es. Ganz schwierig. Ein Punkt mehr. Ganz schwierig. Ja. Was haben wir denn hier für eine Truhe? Ist ja auch ganz schwierig. Ach nee, die muss ja geknackt werden. Aber das kriegen wir doch hoffentlich hin, oder? Kriegen wir das hin? Bin zuversichtlich. Okay. Ha! Ich lerne langsam, aber ich lerne. Oh Gott, nein, nein. Arno? Non, non. Was ist es diesmal? Was haben wir denn hier? Ist es meine Mission? Nein. Oh Gott, ich bin überfordert. Ihr könnt doch nicht mit so vielen Kartensymbolen hier mich komplett aus dem Konzept bringen. Kontroll, Kontroll. Ich muss mir so schützen. Alles gut? Ich habe E gedrückt. So. Ja, die sind aber tot. Oh. So, plündern wir noch mal ein bisschen. Ja, kein Problem. Warte, Problem. Wir sind voll. Oh. Warte mal, wo ist denn die? Ach, die ist da hinten. Ach so, oh Gott, wir haben auch schon 33 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann dort den grünen Punkt erreicht habe. Ich würde vielleicht dann im Offenen versuchen, hier diese eine Truhe mitzunehmen. Und ach, hier haben wir auch den Erinnerungsbau. Ey, ich krieg die Krise hier, ne? Aber keine Panik auf der Titanic. Wir machen das alles Schritt für Schritt. Wir machen den Bezirk fertig, soweit es unser Level dann hergibt. Und dann werden wir einfach mal schauen, was als nächstes auf uns zukommt. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.